Wenn ihr ein familientaugliches Elektroauto sucht, ja, dann fällt früher oder später der Skoda Enyaq in die engere Wahl. Das Modell gibt es jetzt mit einer neuen Ausstattungslinie, mit einem neuen Motor und auch mit einer neuen Software. Wie viel besser die Änderungen das Modell machen, das schauen wir uns jetzt an, hier bei 4 Räder. Viel Spaß! Kennt ihr schon Laurin und Clement? Das sind die Vornamen der beiden Václav-Brüder, die 1895 die heutige Marke Skoda gegründet haben. Mit den Fahrrädern, die die beiden Brüder in den ersten Jahren hergestellt haben, hat der Enyaq aber nichts mehr gemein. Das Elektro-SUV auf der Basis des modularen Elektrifizierungsbaukastens gibt es seit 2020 und ist derzeit Skodas einziges Elektroauto. Aber ein erfolgreiches. 2023 wurden genau 23.498 Stück in Deutschland erst zugelassen. Mehr als vom Volkswagen ID.3. Ende 2023 erhielt das Modell ein Update mit neuen Motorvarianten und neuer Software. Dazu später mehr. Auch die Ausstattungsvariante Laurin und Clement, die wie bei anderen Modellen der Marke an die Gründer erinnern soll, ist neu. Die Form des Stoßfängers kennen wir bereits vom RS. Hier sind die Blenden aber in dezentem Platinumgrau gehalten. Die Basis käme schlichter daher. Immer dabei sind Air Curtains für geringeren Luftwiderstand. Die in Chrom eingefasste, hinterleuchtete Crystal Face Kühlergrillverkleidung mit 130 LED ist beim L&K Standard. Genauso wie die Matrix LED Scheinwerfer Skoda Crystal Lighting. Beides spielt auf die böhmische Kristallglaskunst an. LED ist auch in der Basis Standard. In der Länge misst das SUV 4,65 Meter. Am Kotflügel findet sich der passende Schriftzug. Die Spiegel sind beim Sondermodell immer in mattgrau gehalten. Die Chromumrandung um die Seitenscheiben und die eloxierte Dachreling sind Standard, wären beim Sportline und beim RS in glänzendem Schwarz gehalten. Die Lackierung Graphit Grau Metallic ist beim L&K Serie. Die anderen Varianten wären in der Serie Energy Blau Uni. Die größte Auswahl habt ihr beim RS. Unter den 10 dort verfügbaren Lackierungen findet sich auch das auffällige Mamba Grün Uni. Mindestens steht der Enyaq auf aerodynamischen 19 Zoll Alufelgen, maximal sind 21 Zoll möglich. Mein Testwagen trägt Winterräder mit den 20 Zoll Felgen Asterion. Am Heck wird im Stoßfängereinsatz wieder das helle Platinumgrau der Front aufgegriffen. Ist vorne Matrixlicht verbaut, finden sich am Heck die Voll-LED-Rückleuchten mit schicker Signatur und dynamischen Blinkleuchten. Zentral findet sich der breite Skoda-Schriftzug. Für die Aerodynamik ist am Heck ein großer Dachspoiler montiert. Insgesamt kommt der Enyaq als Laurin und Clement dezent und elegant daher. Das passt gut zum Anspruch der Ausstattungslinie. Gebaut wird der Enyaq übrigens im Stammwerk Mladá Boleslav, unweit der tschechischen Hauptstadt Prag. Die Zahl 85 am Heck weist auf den neuen Antrieb hin. Auf geht's ins Motorenkapitel. Wie ein einäugiger Pirat sitze ich vor euch, aber verzeiht's mir, die Wintersonne ist wieder mal etwas kräftiger. Der Skoda Enyaq hat leider auch nach den Änderungen weiterhin noch keinen Frunk. Vielleicht gibt es da was zu nachrüsten, das wisst ihr aber vielleicht schon besser. Serienmäßig hat er keinen. Wir haben vorne eine ganz normale, manuell aufzustellende Fronthaube. Darunter befinden sich dann nur die 12-Volt-Batterie und Elemente zur Fahrzeugkühlung. Ich sitze hier auf der Ladekante, weil ich kann euch keinen Motor wirklich zeigen. Wir haben erstmal in der Basisvariante jetzt den Enyaq 60. Dieser Enyaq 60 hat dann eine Motorleistung von 179 PS und einen kleinen 58 Kilowattstunden Akku. Den kennen wir zum Beispiel so auch aus anderen MEB-Fahrzeugen. Wir haben da dann auch Hinterradantrieb und der Motor sitzt auf der Hinterachse, deswegen sitze ich auch hier auf der Ladekante. In der zweiten Variante, und die ist jetzt neu, da haben wir den 85er, den haben wir nämlich heute dabei. Da haben wir jetzt 286 PS, zuvor waren es 204, also eine deutliche Leistungssteigerung. Und da haben wir jetzt auch den größeren Akku dann, der war vorher im 80er aber auch schon drin, mit 77 kWh
Stunden, die Angaben immer netto und wir haben da weiterhin aber Hinterradantrieb. Darüber hinaus gibt es noch den 85X, der hat dann einen elektrischen Allradantrieb, weil er zwei Motoren hat. Wir haben aber da auch nur 286 PS, da darf er aber verteilt auf die beiden Motoren, aber wie gesagt Allradantrieb. Darüber hinaus rangiert dann nur noch der RS, den habe ich euch im letzten Jahr schon mal getestet, der hat aber auch ein Update erfahren. Damals hat er noch 299 PS gehabt, jetzt hat er 340 PS, es bleibt aber natürlich auch da beim elektrischen Allradantrieb. Natürlich hat der Skoda Enyaq immer nur ein Eingang-Automatikgetriebe, mehr braucht einfach der Elektromotor nicht. Wir haben hier die Variante 85, wie eben schon erwähnt. Wir haben jetzt hier 210 kW und 286 PS. Wem die Leistungsangabe bekannt vorkommt, ja, dieser Motor ist ja der neue PM550. Wir haben 545 Newtonmeter Drehmoment zu 310, die es vorher waren. Also auch schon mal eine ganz deutliche Steigerung. Der Motor soll aber nicht nur kräftiger, der soll auch deutlich effizienter sein. Aber das schauen wir uns gleich nochmal näher an. Mit diesem permanent erregten Synchronmotor geht es dann in 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und laut Datenblatt sind das genau 2 Sekunden schneller als vorher beim 80er und maximal sind wir jetzt auch 180 km/h schnell, vorher waren es 160 km/h. Wie bereits erwähnt, hat der Akku 77 Kilowattstunden netto, 82 sind es glaube ich brutto und wir haben einen WLTP angegebenen Verbrauch von Skoda für diese Kombination Enyaq 85 von 15,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Laut WLTP soll das Auto damit 547 Kilometer weit kommen. In Reihen der Stadt bewegt, soll der Enyaq sogar einen Aktionsradius von 691 Kilometer zulassen. Natürlich macht ein neuer Motor aus dem Skoda Enyaq kein neues Auto, aber das ist auch gar nicht notwendig. Es optimiert das Auto aber deutlich, das merkt man sehr. Wir haben hier jetzt den 85er, lass mich hier ein bisschen zurückfallen, ich habe es auch gerade hinter mir auf der kleinen Straße, dreht mal ein bisschen rein und habe wirklich viel Power, muss ich fast aufpassen, nicht die Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten, die ich hier gerade habe. Er hat 286 PS, das in der alten Einordnung könnte man sagen, aber wichtiger sind auf jeden Fall die knapp 550 Newtonmeter, die ich hier habe in dem Auto. Das ist ein großer Sprung im Vergleich zu den, glaube ich, 310, die es vorher waren mit dem 204 PS starken Motor. Also da ist der Enyaq 85 schon deutlich kräftiger als der 80er und auch als es diese fünf Zahlen mehr vermuten lassen. Auch auf dem Datenblatt ist das natürlich sichtbar, zum Beispiel, dass der Enyaq jetzt mit dem 85er satte 2 Sekunden schneller auf 100 ist und das ist schon wirklich merklich. Er war vorher auch nicht lahm, ne? Und klar, wie oft beschleunigt man mit einem E-Auto wirklich so kräftig, dass man das merkt, dass man das ausnutzt. Trotzdem fühlt sich der Motor da im Auto wirklich dynamisch und kräftig an. Das merkt man auch an der Höchstgeschwindigkeit natürlich, die rein theoretisch bei 180 km/h liegt. Wer nutzt das, könnt ihr jetzt fragen. Ne? Aber es gibt vielleicht die Momente, wo man einfach mal die 20 km/h mehr gut gebrauchen kann, um aus einer Situation vielleicht auch besser rauszukommen, als vorher die Möglichkeit bestand. Natürlich soll der Motor nicht primär kräftiger sein, sondern vor allem effizienter. Ob er das schafft, das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Erstmal sage ich euch, dass ich hier noch verschiedene Modi habe im Skoda Enyaq. Leider merkt sich das Auto nicht, welcher Modus vorher eingestellt war. Ne? Also bei jedem Zündungswechsel habe ich quasi den Normalmodus drin, wie jetzt. Ne? Ich kann hier mal auf Sport gehen, habe jetzt nochmal eine direktere Gasannahme, die wirklich dann sehr, sehr kräftig ist. Und ja, durchaus Spaß machen. Ich kann es euch nochmal zeigen. Ich lasse mich ein bisschen zurückwerfen und boah, ja, das ist schon ordentlich. Also da wird aus dem Familien-SUV dann fast ein kleiner Sportwagen, könnte man sagen. Und ich persönlich würde mich dann fast schon fragen, wozu noch den RS oder auch den 85X? Der würde mir vollkommen ausreichen und hätte dann wahrscheinlich auch nochmal den effizienteren Antrieb, weil ich eben nur zwei angetriebene Räder habe. Das dazu, ich habe natürlich auch eine Rekuperation im Auto. Ich gehe einfach mal in die normale Fahrstufe D.
da kann ich jetzt erstmal vom Gas gehen, der Wagen rollt aus. Klar, es geht auch ein bisschen bergab hier, ne? Und er rekuperiert jetzt kaum. Ich kann aber auch noch weiter eine andere Rekuperationsstufe einstellen, ne? Bis zu Stufe 3 geht das, die habe ich jetzt eingestellt, ne? Dann habe ich hier die maximale Rekuperation drin, ne? Sonst gehe da auch wieder auf Auto, ne? Und ich habe dann die automatische Rekuperation, die funktioniert auch so, dass ich quasi vor einem Ortsschild oder auch vor einer, vor einer Geschwindigkeitsbegrenzung dann schon dass die erkannt wird und der Wagen da auch schon leicht abbremst und dazu eben die Rekuperation nutzt. Ich habe in meinem Test aber meistens den Modus B sogar benutzt, den ich hier im Getriebe nochmal habe. Das ist eine feste Rekuperation, die auch relativ kräftig ist, ne? Ich gehe mal vom Gas, ne? Und der Wagen rekuperiert jetzt fröhlich. Er sitzt am blauen Balken vor mir, ne? Ihr habt hier ein kleines Powermeter. Einmal in grün, ne? Wenn ihr Leistung abfordert wie jetzt. Oder auch eben der blaue Balken, wenn ihr Rekuperation nutzt, ne? Das finde ich da auch wirklich sinnvoll. Diesen B-Modus, weil den kann ich in der Stadt sehr gut nutzen, ne? Da muss ich wirklich wenig selbst noch das Bremspedal benutzen. Ich habe aber leider kein One-Pedal-Drive, das geht nicht. Also der Wagen rekuperiert da nicht bis zum Stillstand, was er sowieso nicht kann. Aber die Bremse übernimmt da nicht sozusagen, sondern der Wagen rollt aus. Bei so etwa 6 km/h, glaube ich, rollt der Wagen dann aus. Ne? Daran müsst ihr euch gewöhnen, aber sonst finde ich den Modus B da schon wirklich sehr, sehr sinnvoll. Das Einzige, was ich in der Rekuperation teilweise hier und da ein bisschen nervig finde, ist das recht weiche Bremspedalgefühl. Ich gehe mal auf die Bremsen und habe das relativ weich, das Pedalgefühl. Ne? Aber daran gewöhnt man sich wahrscheinlich, wenn man den Wagen über einen längeren Zeitraum wirklich fährt. Wir haben natürlich bei dem Skoda Enyaq auch ein akustisches Fußgängerwarnsystem. Wie das klingt, das habe ich euch hier mal aufgenommen. Ja, da kann man sich nur freuen, dass auch die ganzen anderen MEB-Fahrzeuge, also auch der ID.4 oder ID.5 von Volkswagen und natürlich auch der Audi Q4 hier von dem neuen Motor dann profitieren werden und da auf jeden Fall deutlich kräftiger zu Werke gehen werden. Gut, wie ich eben schon sagte, ist jetzt aber die Kraft nicht so unbedingt das Hauptaugenmerk, worauf hier die Änderungen liegen, sondern auch die Effizienz. Und da schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Ich habe laut WLTP, glaube ich, eine Verbrauchsangabe von 15,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich spoilere mal, das habe ich im Test nicht ganz erreicht. Ich liege aktuell bei 22 Kilowattstunden und ich sage euch dazu mal, auf 100 Kilometer, und ich sage euch dazu mal, wie ich gefahren bin. Ich bin den Wagen meistens auf Bundesstraßen gefahren, zwischen 70 und 120 km/h. Auch mal auf Autobahn habe ich ihn bewegt, aber eher recht selten. Ich würde es bei 10% oder vielleicht 20% einsortieren. Eine genauere Einsortierung gebe ich euch hier unten gleich nochmal. Dann auch natürlich in der Stadt, das nicht so oft, ne, aber da hat man auch wirklich gemerkt, dass die Stadt ihm da sehr gefallen hat. In der Stadt habe ich da auch wirklich eine Verbrauchsangabe gehabt, dann kumuliert von 17 Kilowattstunden, was ich wirklich gut fand, 17 Kilowattstunden glatt. Jetzt hier haben wir 22 und damit liegt er gleich auf mit dem Volkswagen ID.7, mit der gleichen Motorvariante hier. Der war bei 21,7 in meinem Test, den bin ich aber kürzlich deutlich weniger gefahren als den Enyaq. Den bin ich hier jetzt schon 625 Kilometer gefahren. Ich denke, es werden auch noch einige Kilometer hinzukommen und ich werde euch am Ende auch nochmal hier einblenden, wie die Verbrauchsangabe war. Ich denke mal, sie ist noch ein bisschen im Sinken inbegriffen und ich denke mal, ich kann da sogar die 21,7 knacken, die ich mit dem Volkswagen ID.7 dann auch im Test hatte. Auch noch eine ganz wichtige Information beim Skoda Enyaq: die Wärmepumpe ist in jedem Enyaq serienmäßig. Wenn ich das so schaffe, wie ich es mir vornehme, könnte man sagen, liege ich mit dem Enyaq, dem 85er,
genau etwa 2 bis 3 Kilowattstunden unter der 80er, was schon ganz gut ist. Und ich liege auch, fliege aber leider über dem ENIAC RS, den ich im Sommer hatte, mit dem ich dann kumulierten Verbrauch von nur 18 Kilowattstunden eingefahren habe, was da wirklich sehr gut war. Und der hatte auch noch den alten Softwarestand und das war eben der RS, der eben ja auch die zwei Motoren hat. Also ich denke, hier kann man auch deutlich weniger noch erreichen. Ich bin die Wagen natürlich auch im Winter gefahren. Das waren so Temperaturen ja zwischen -2 und 10 Grad etwa. Also für den Akku relativ schwierig, weil natürlich die Temperaturen kälter sind. Ich hatte eine Reichweite draufstehen, wenn ich den Wagen vollgeladen hatte, von 400 Kilometer. Im reellen Betrieb bin ich dann 350 Kilometer weit gekommen. Einstieg in das Familien-SUV ENIAC. Die minimale Sitzhöhe liegt bei 58 cm. Serienmäßig sind die Sitze manuell verstellbar, auch in der Höhe. Einstellbare Lendenwirbelstützen zählen dann ebenfalls zum Serienumfang. Mit dem Plus-Paket ist der Fahrersitz elektrisch einstellbar und bietet eine Memory-Funktion. Der Beifahrer hat diese Funktion, wenn das Max-Paket gewählt wurde oder unsere elegante Linie Laurin und Clement. Zu dieser zählt auch eine beige oder wie bei uns schwarze Lederausstattung, bei der Leder mit Kunstleder kombiniert wird. Auch hat der Fahrer dann den Luxus einer Massagefunktion. In den normalen ENIAC-Varianten sind je nach gewähltem Paket Mikrofaser- oder Stoffsitze enthalten. Für das Platzieren einer Babyschale auf dem Beifahrersitz lässt sich der Airbag per Schlüssel deaktivieren. Isofix ist auch dort Serie und die vorderen Gurte sind höhenverstellbar. Die Übersichtlichkeit des ENIAC geht trotz der Größe in Ordnung. Willkommen im Cockpit des Skoda ENIAC und ich kann euch schon mal spoilern, hier hat sich erstmal soweit nichts verändert, bis auf eine große Sache, die wir hier in der Mitte haben, aber dazu komme ich gleich. Es bleibt also trotzdem spannend. Ich sage euch erstmal, welche Ausstattungsvarianten ihr für den Skoda ENIAC jetzt bestellen könnt. Ihr könnt weiterhin die Basisvarianten bestellen, da habt ihr dann die verschiedenen Motorvarianten und Antriebsvarianten, also den 60er oder den 85er, darüber hinaus oder auch 85X natürlich, darüber hinaus rangiert dann die Ausstattungsvariante Sportline, die eine sportliche Optik mitbringt, aber auch andere Ausstattungsoptionen. Darüber hinaus haben wir dann den Laurin und Clement, das ist die neue Variante, die Skoda-Gründer ja so ein bisschen ehren soll. Den haben wir hier heute dabei. Und darüber hinaus auch weiterhin den RS, also die sportliche Variante. Die bringen auch immer dann ihre eigenen Ausstattungsoptionen mit, daher sei das nochmal für euch erwähnt. Gut, wir starten erstmal hier im Cockpit auf der linken Seite, was ihr hier drin habt im Fahrzeug. Erfreulicherweise gibt es, anders als in den Volkswagen ID-Modellen, 4 elektrische Fensterheber, Schalter ganz normal. Ne? Wir haben dahinter bei unserem Modell eine elektrische Kindersicherung. Da könnt ihr quasi links und rechts entscheiden, welche Tür soll jetzt verschlossen bleiben oder welche nicht. Das habt ihr ab dem Sportline dabei. In der Basis habt ihr eine normale manuelle Kindersicherung. Davor habt ihr die elektrische Spiegeleinstellung. Und da finde ich auch erfreulich beim ENIAC, dass einfach alles serienmäßig ist. Wir haben die elektrische Verstellbarkeit, die Heizbarkeit, aber auch die Anklappbarkeit der Außenspiegel und auch die Abblendbarkeit der Fahrerseite in jedem Skoda ENIAC serienmäßig. Darüber hinaus gibt es hier oben einen Türöffner, der schön eingearbeitet ist mit so einer kleinen Chromoptik. Vor meinem linken Knie gibt es eine kleine Lichtinsel, könnte man sagen. Das sind aber normale Drucktasten. Wir haben hier erstmal zum Durchschalten des Lichtmoduses, Standlicht, Off oder eben Auto. Daneben noch Licht bei Regen kann man hier noch deaktivieren und aktivieren oder auch die Nebelschlussleuchte, die wir daneben haben, als normale Drucktaste. Genau. Und der Lichtsensor ist genauso wie der Regensensor, ich spoilere schon mal, auch serienmäßig. Wir kommen zum Lenkrad. Wir haben hier bei unserem Laurin und Clement die zweispeichige Variante. Ihr habt schon bei meinem Test des ENIAC als RS Coupé damals die Dreispeichen-Variante gesehen. Hier ist dann eher diese elegantere Variante. Wir haben einen schönen Lederbezug dabei. Das ist auch alles serienmäßig, also ein Lederlenkrad und auch die Multifunktion. Wir haben hier unten nochmal einen kleinen Einsatz, wo Laurin und Clement drin steht. Das finde ich schon sehr, sehr schick.
Wir haben hier auch die Röllchentasten, die ihr schon kennt, nicht in Chrom umgesetzt, sondern in so einem Titanium- oder Platinumgrau, könnte man sagen, genauso wie die Blenden außen. Finde ich ein schönes Detail, fällt nicht sofort auf, aber wenn man es weiß, dann weiß man es. Gut, wir haben vier Tastenfelder pro Seite noch hier dran. Auf der linken Seite haben wir zum Beispiel die, das heizbare Lenkrad, was wir auf den Sportline dabei haben. Dann gibt es, das ist übrigens auch in drei Stufen und wird euch auch im Kombi-Instrument jetzt angezeigt. Die Sprachsteuerung oder auch das Skippen der Titel, genauso auch wie hier die Röllchentaste für die Lautstärke. Auf der rechten Seite haben wir dann nochmal weitere Tasten für das Skippen, für das Display vor uns direkt, für die Fahrassistenzsysteme und auch nochmal eine weitere Taste, deren Funktion seht ihr gleich, weil die hat nämlich jetzt eine Funktion erhalten. Ab der Variante Sportline habt ihr dann auch die Schaltwippen dabei. Damit steuert ihr kein Getriebe, sondern natürlich beim ENIAC die Rekuperationsstufe. Aber das habt ihr eben schon mal gesehen. Hinter dem Lenkrad haben wir hier drei Hebel dabei. Es gibt einmal den Blinkerhebel, ganz typisch. Wir haben auf der rechten Seite den Wischerhebel, auch mit dem eben genannten serienmäßigen Regensensor. Hier oben könnt ihr das Intervall auch ganz einfach einstellen über eine kleine Wippe. Darunter befindet sich dann hier am Lenkrad noch der Tempomatenhebel. Das ist typisch bei Skoda. Der ist ausgelagert, nicht auf dem Lenkrad mit drauf. Wir haben hier dann das System ACC und den Traveler Assist auch dabei. Das System bekommt ihr dann ab der Variante Sportline zu den Assistenten, aber später noch deutlich mehr. Gut, ich sage euch erstmal, wie ihr den Wagen jetzt hier erstmal öffnen könnt. Ihr habt hier den Schlüssel dabei. Ne? Wir haben den typischen Skoda-Schlüssel. Hier einmal Skoda-Logo drauf. Der Pfeil ist das, glaube ich. Ne? Wir haben dann hier nochmal das Öffnen, den Kofferraum und das Schließen des Fahrzeuges. Der Schlüsselbart, wenn ihr den mal benötigt, versteckt sich hier drunter. Dann können wir hier rausziehen. Ne? Dann haben wir den hinten im Schlüssel drin. Der kann bei der Serienvariante normal benutzt werden. Einfach öffnen und den Wagen. Dann könnt ihr einsteigen. Zum Starten des Fahrzeuges ganz simpel dann die Bremse treten. Dann beginnt quasi die Fahrbereitschaft zu starten. Wenn ihr dann angegurtet seid und die Fahrstufe einlegt, dann wäre die Fahrbereitschaft auch gegeben und ihr könnt quasi mit dem ENIAC losfahren. Wenn ihr die Variante Sportline mindestens wählt, habt ihr noch Cassy Advanced dabei, dann habt ihr auch die Möglichkeit, euch dem Auto zu nähern, einfach in eine der vier Türgriffe zu greifen. Das ist sehr besonders bei Skoda, nicht nur die vorderen Türen und auch die Heckklappe dann zu öffnen, wenn ihr einfach den Schlüssel in der Hosentasche habt. Das ist sehr, sehr praktisch, finde ich, ne? Das ist dann ab dem Sportline dabei. Wenn ihr das zweispeichige Lenkrad nicht so haben möchtet, dann könntet ihr die Variante Sportline wählen oder den RS oder ihr wählt ein anderes Optionspaket. Beim Laurin und Clement ist das aber immer hier in der eleganten zweispeichigen Variante. Wir blicken einmal durchs Lenkrad durch und da haben wir nämlich ein kleines Kombi-Instrument, ein kleines hier, ja, sicherlich das Motto bei dem Fahrzeug. Wir haben es anders als bei den ID-Modellen bei Volkswagen nicht direkt auf der Lenksäule. Es verstellt sich also nicht mit dem Lenkrad mit. Daher müsst ihr schauen, dass ihr das euch nicht verdeckt. In meiner Einstellung geht das in Ordnung. Bei mir ist es so, dass der Lenkradkranz genau da anfängt, wo hier die Außentemperaturanzeige ist. Also ich sehe alle Infos trotzdem noch. Wir haben hier ein kleines 5 Zoll Display in dem Auto dabei. Es hat sich in der Diagonale auch nicht verändert. Schade, aber dazu hätte die ganze Cockpit-Architektur verändert werden müssen. Wir haben hier verschiedene Basisinformationen, wie zum Beispiel die gefahrene Geschwindigkeit, momentan jetzt die angelegten Gurte auch oder auch die Assistenzsysteme oder auch natürlich den Akkustand, ein Powermeter und. Das habt ihr eben schon beim Fahren schon mal gesehen. Ich zeige euch erstmal, was ihr noch weiteres machen könnt. Dazu muss ich mich aber einmal kurz angurten, weil das kann ich euch nicht zeigen, wenn ich nicht angegurtet bin, weil dann nämlich nicht die Gurtwarnung verschwindet. Die kann ich auch nicht mit der Taste OK wegmachen, leider. Ich habe erstmal auf der linken Seite die Fahrassistenzsysteme. Die kann ich mir auch, wie ihr es hier seht, größer ziehen, wenn ihr das haben wollt. Oder ich gehe wieder in normale Ansicht. Oder ich gehe einmal nach rechts, habe jetzt die Langzeitansicht aus dem Bordcomputer, kann aber da auch einmal auf OK tippen, abladen oder ab Start mir das ansehen. Oder ich gehe einmal weiter nach rechts und habe jetzt die Navigationspfeile drin. Ne? Also eine Karte geht hier ja nicht. Aber ich hätte dann die Zielführung hier immerhin drin. Ne? Das dazu. Ich gucke mal wieder ab, weil ich brauche jetzt kein Gurt. Da seht ihr auch, wenn ihr euch abgurtet, ne, geht der Wagen gleich aus der Fahrbereitschaft raus. Ne? Dann könntet ihr jetzt aussteigen, theoretisch. Ne? Und der Wagen wäre dann auch wieder ja, deaktiviert, könnte man sagen. Wir haben aber trotzdem noch einen Startknopf hier dran. Also ich kann auch jetzt den Startknopf drücken und ohne, dass ich die Bremse trete, kann ich hier auch theoretisch die Zündung dann
manuell aktivieren, einlegen der Fahrstufe wäre dann hier, aber das zeige ich euch gleich nochmal. Das Instrument hat ein paar Neuerungen bekommen von mir. Zum Beispiel, wenn ich die Lenkradheizung aktiviere, habe ich unten ein kleines Symbol, was mir das nochmal quittiert, was ich ganz sinnvoll finde. Soweit eigentlich das. Ich meine auch, die Schriftart wurde ein bisschen verändert, aber rein von der Sache her ist es das gleiche Display geblieben. Gut, wir haben bei dem Auto noch ein weiteres Display dabei, was mich auch sehr freut, weil diese Funktion habe ich sehr gerne. Elegant versteckt hinter dieser schwarzen kleinen Hutze, wo ich mich zwar drin spiegele, aber gut, man gewöhnt sich dran, habe ich eine kleine Mulde. Unter der Mulde liegt das Augmented Reality Head-Up Display. Das befindet sich in einem Optionspaket oder ist beim Laurin und Clement schon serienmäßig, wie bei unserem Modell. Da haben wir erstmal die Einstellmöglichkeit jetzt neu. Wir haben nämlich ein erweitertes Head-Up-Display, das kennt ihr von den Grafiken ähnlich schon aus dem Volkswagen ID.7. Wir haben die Möglichkeit jetzt, indem wir an dem rechten Teil hier drehen, kann ich entweder das Kombi-Instrument bedienen oder das Head-Up-Display. Und da bin ich jetzt drin, da kann ich einmal nach rechts gehen, da habe ich dann normal den Verbrauch auch drin nochmal im Head-Up-Display. Oder ich gehe nach links, habe dann noch weitere Informationen, wie zum Beispiel den Akkustand, die Restreichweite oder auch mehr Infos aus dem Fahrassistenzsystem. Das finde ich eine coole Sache. Natürlich darüber hinaus habe ich im Augmented Reality Head-Up-Display nochmal diese AR-Funktion, die mir auch nochmal Pfeile auf der Straße anzeigen, so wie Waypoints sozusagen, wo ich abbiegen soll oder die Zielflagge fährt oder kommt auf mich zu, wenn ich quasi ans Ziel komme. Das finde ich eine coole Funktion. Auch Infos aus dem Fahrassistenzsystem, zum Beispiel eine erkannte Spur wird mir nochmal direkt an der Spurmarkierung angezeigt. Das ist schon großes Kino, finde ich, und da haben das wenige Hersteller, ich meine, das ist auch exklusiv momentan im Volkswagen-Konzern. Lasst uns zum großen Thema des Infotainments kommen, und da hat Skoda durchaus etwas verändert. Es bleibt aber dabei, dass wir hier einen 13 Zoll großen Touchscreen serienmäßig haben, genauso auch mit einem Navigationssystem dabei. Ihr könnt eure Smartphones kabellos ins System einbinden, entweder Apple oder Android, das ist da gar kein Problem, iOS oder Android, ne? Wir haben 8 Lautsprecher in der Serie, auch eine Sprachsteuerung und zum Beispiel auch die Systeme Care Connect von Skoda, das ist dann 3 Jahre kostenfrei dabei. Das sind die Online-Dienste, damit ihr die auch nutzen könnt. Wir haben aber hier jetzt dabei auf dem System die neue Software 4.0. Ihr kennt ja auch schon so vom Volkswagen ID.7. Also das ist hier ganz ähnlich, was reingebracht wurde. Auch Volkswagen bringt das jetzt noch weiter in die ID-Modelle, allen voran ID.4 und auch ID.5. Wir gucken uns das System einmal an. Bei Skoda war es schon immer etwas anders als bei Volkswagen. Wir hatten bei Skoda immer schon unten eine feste Leiste mit Klimafunktion, was ich sehr sinnvoll finde, ne? Bei Volkswagen haben wir hier unten die Klimafunktion noch auf der Touchleiste mit drauf. Wir haben das hier nochmal fest im Touchscreen mit drin. Wir können also hier die Klima drüber steuern, ne? Das finde ich soweit wirklich sinnvoll. Es bleibt bei den Homescreens, die wir hier haben. Ihr seht die Schrift und die Optik ist alles ein bisschen neu. Wir haben hier verschiedene Homescreens, die wir uns anlegen können, ne? Ihr könnt auch sagen, ihr wollt jetzt nicht die Musik hier drin haben. Ihr haltet einfach lange drauf, kommt in den Bearbeitungsmodus und könnt euch zum Beispiel auch, weiß ich nicht, die Fahrdaten hier reinziehen. Das ginge dann auch, ne? Und dann habt ihr das im Groß. Ich mag aber die Musik, ne? Deswegen nehme ich das da rein und gehe wieder auf fertig. Große Navikarte könnt ihr euch auch anders einblenden, ne? So weit, so gut. Ihr habt hier oben jetzt eine Direktwahlleiste auf der linken Seite. Da könnt ihr euch noch verschiedene Funktionen reinlegen, die ihr unbedingt drin haben wollt. Wie zum Beispiel die Auto-Hold-Funktion. Da könnt ihr die schnell aktivieren oder auch deaktivieren. Ihr könnt aber auch lange draufhalten, wenn ihr sagen wollt, okay, die Funktion ist mir nicht so wichtig. Hier ist gerade die Fahrzeuginformationen drauf. Brauche ich nicht, sagt ihr vielleicht. Ich will schnell mir die Ambientebeleuchtung umstellen können und würde mir das da reinpacken. Geht auch. Also ihr könnt euch das ganz frei anlegen, könnt sagen, was ist euch wichtig, was müsst ihr schnell bedienen können, und damit kommt ihr dann in diese Kurzwahl, Direktwahl, Tastenleiste, könnte man sagen. Hier oben, wie beim Smartphone, nochmal so eine Leiste, die ihr euch auch frei belegen könnt. Da könnt ihr auch nochmal sagen, Klang ist mir nicht so wichtig. Ich will hier drauf haben den Lane Assist. Und könnt euch da den Lane Assist reinpacken und habt das dann fertig. Finde ich auch eine interessante Sache. Ne? Ihr könnt euch damit den Wagen so frei anlegen, wie ihr eben wollt. Oben nochmal die Helligkeit des Displays, ne? Und noch weitere Informationen, ne, die ihr hier oben auch seht, wie zum Beispiel das Smartphone gerade lädt, dass der Wagen online ist und. Ihr könnt auch hier drüber nochmal die Lautstärke steuern, wenn ihr das wollt, ne? Das wäre da auch kein Problem. Oder ihr macht das einfach über die Leiste, auch die ihr hier unten habt, ne? Die kennen wir ja auch so, ne? Die bin ich jetzt gerade nicht, aber gut. Wir haben hier unten nochmal die Lautstärkenleiste, ne, die ihr soweit kennt. Die Sachen sind auch beleuchtet jetzt, ne? Wir haben das unten beleuchtet, aber auch die beiden
Tasten oder die beiden Touchfelder sozusagen für lauter und leiser. Na gut, was wir nicht mehr haben, was mich so ein bisschen gestört hat bei den ersten Bedienversuchen, ist ein Hauptmenü. Wir haben nicht mehr wirklich so ein Hauptmenü, was ihr auch von VW kennt, wo ihr in die Mitte jetzt unten geht und da habt ihr alle Apps oder alle Funktionen. Das gibt es hier soweit nicht. Wir haben ja nur den Homescreen, ne? Oder die weiteren Funktionen, die weiteren Apps quasi, die ihr euch auch hier unten reinziehen könnt. Wenn ihr jetzt sagt, Navigation, nee, ist mir nicht so wichtig. Ich navigiere selten oder ich navigiere nur über Apple CarPlay, könnt ihr sagen, ihr zieht euch hier unten jetzt das Telefon rein, statt die Navigation habt ihr dann hier unten das Telefon drin. Das geht soweit auch, könnt euch das hier fertig machen und könnt ihr hier unten dann auch eine ganz individuelle Leiste anlegen. Ihr habt aber weiterhin kein Hauptmenü, ne? Also ihr könnt es nicht sagen, okay, Ambientebeleuchtung, wo ist die jetzt? Okay, sitzen wir erstmal davor, wo gehe ich jetzt da rein? Da sage ich euch, einmal hier oben in die Fahrzeugfunktion, dann habt ihr auch weitere Funktionen drin. Fahrzeug war früher ja nur das hier. Also zum Beispiel die Fahrdaten, der Fahrzeugstatus oder auch das Fahrzeug, wo ihr die Einstellungen tätigen könnt, wo ihr den Wagen hier so drehen könnt. Ne? Da könnt ihr zum Beispiel sagen, Fenster hier, Komfort öffnen und so weiter. Oder innen auch die Funktion des Head-Up-Displays. Ihr könnt das zum Beispiel auch in der Position hier verstellen, ne? In der Höhe und so weiter. Ne? Das geht damit auch. Das wurde jetzt nochmal optimiert, das Menü. Da habt ihr jetzt auch zum Beispiel Assistenten drin. Ne? Da könnt ihr auch sagen, okay, wie will ich mir das anlegen? Könnt ihr euch nochmal in so einer Ansicht auch wählen. Ihr könnt sagen, Totwinkelwarner ein aus oder dass das Licht heller sein soll. Ne? Sowas könnt ihr euch ja auch anwählen. Das war einmal Apple CarPlay. Wir gehen nochmal dann ins Parkmenü zum Beispiel rein. Ne? Da haben wir das. Das seht ihr gleich nochmal alles. Ich habe leider keine Zurücktaste. Ich muss immer wieder oben rauf gehen dann. Laden, da wird es interessant. Da habe ich einmal ein neues Menü. Da habe ich einmal die aktuelle Ladeeinstellung. Ne? Wie weit soll er laden? Bis maximal 80%. Ne? Dann, weil es eben sinnvoll ist für den Akku, könnte man machen. Oder man kann auch den Wagen jetzt hier zum Schnellladen optimieren. Ihr kennt das unter dem Wort vorkonditionieren. Ihr könntet jetzt hier die Batterieheizung starten. Wenn ihr sagt, okay, ich fahre eh gleich zur Ladesäule. Ich muss zwar nicht hinnavigieren, weil ich kenne den Weg, aber ich heize schon mal die Batterie vor, so dass ich eben mit 100 kW laden kann, nicht nur mit 56 kW. Na, das könnt ihr euch hier einstellen, finde ich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Ihr könnt ja auch Ladeorte als Position festlegen. Wenn hier zum Beispiel eine Ladesäule stünde, könntet ihr sagen, aktuelle Position als Ladeort festlegen. Hier unten nochmal Setup. Ne? Ihr könnt ja auch nochmal sagen, Plug and Charge, wenn ihr das drin habt, könnt ihr das auch machen. Kann der Wagen jetzt ja auch. Batterie Care Mode oder auch das bidirektionale Laden. Ne? Das geht auch. Da könnt ihr dann zum Beispiel, wenn die eure Wallbox es unterstützt, den Wagen als Pufferspeicher zum Beispiel für euer Haus oder für eure Photovoltaikanlage nutzen. Nutzer ist ein gutes Stichwort. Bin ich gerade drin, 4 Räder, mein Account. Darüber könnt ihr euch verschiedene Einstellungen mitnehmen. Wenn ihr jetzt Radiosender habt zum Beispiel, die ihr mitnehmen wollt, oder auch Fahrzeugeinstellungen bis hin zu den elektrischen Sitzen, könnt ihr das mit reinnehmen. Ne? Das hilft euch. Ihr müsst euch auch als Nutzer angemeldet haben, um zum Beispiel die Schwarmdaten für das System Traveler Assist zu nutzen. Dazu später mehr, aber auch zum Beispiel für eine Routenführung, für eine Online-Stauumfahrung müsst ihr auch angemeldet sein. Ne? Das hilft da auf jeden Fall sehr. Fahrprofil zeige ich euch gleich nochmal. Oder habe ich euch beim Fahren schon gezeigt. Ambientebeleuchtung, ganz wichtige Sache. Ne? Könnt ihr euch verschiedene Sachen anlegen, zum Beispiel Race könnt ihr euch anlegen, da wird das ein bisschen rötlich hier. Oder auch Skoda grün oder alle anderen Sachen. Oder ihr könnt auch sagen, individuell wollt ihr aus den ganzen Farben wählen, wie ihr das wollt. Ne? Das könnt ihr natürlich auch machen. Oder auch die Helligkeit hier einstellen, ne? Wie euch das aussehen soll. Gut, Sitze geht hier drüber. Ne? Haben wir nur den Komforteinstieg, da haben wir keine weiteren Funktionen. Die Massagefunktion, die der Wagen hat, ist nicht sehr ausgeprägt wie beim Volkswagen ID.7. Also wir haben hier nur eigentlich die Lendenwirbelstütze, die hoch und runter fährt, ne? Mehr eigentlich nicht. Wir haben bei dem Wagen hier aber dabei auch die Sitzklimatisierung. Das seht ihr hier nochmal dran. Ne? Die könnt ihr hier starten. Und da seht ihr auch, wie die Klimatisierung jetzt läuft. Ne? Da draußen hier aber 2 Grad sind, brauche ich die jetzt gerade nicht. Ich kann standklimatisieren, kann mir sagen, wann soll der Wagen standklimatisieren, kann mir eine Abfahrtzeit einstellen. Zum Beispiel habe ich mir heute eine 125, wo ich euch zum Film gefahren bin, quasi habe ich mir eingestellt, gesagt, der Wagen soll schon mal vorklimatisieren, damit ich nicht Eis kratzen muss. Ne? Sehr, sehr sinnvoll. Klang haben wir nochmal dabei, sehr wichtige Sache. Wir haben hier das Kanton Soundsystem. Das Kanton Soundsystem hat nicht die 8 serienmäßigen Lautsprecher, sondern die 12 Lautsprecher. Das ist in einem Paket dabei oder ab dem Laurin und Clement serienmäßig. Ich finde das System gut, habe es mir auch hier fein eingestellt mit dem Kanton-Sound und auch dem Subwoofer noch ein bisschen hochgedreht. Es könnte aber ja noch ein bisschen besonderer sein, finde ich. Es ist schön differenziert, das finde ich ganz schön. Ne? Aber es gibt da sicherlich auch noch weitere, deutlich bessere, hochpreisigere Systeme. Gut.
Wir gehen einmal weiter. Habe ich noch das Setup dabei, Tipps, Hilfe, rechtliches, Informationen über die Software natürlich noch dabei. Da werdet ihr gleich dann 4.0 vermutlich sehen, die Softwarefunktion des Fahrzeuges, genau. Die wird natürlich dann auch immer over the air abgedatet. Ne? Also es geht, ohne dass ihr einen Skoda-Händler besucht. Ich kann in den Shop gehen, habe dann hier noch verschiedene Funktionen, die ich mir dazu kaufen kann. Das sind dann die sogenannten Skoda Connect Produkte. Infotainment Online gilt zum Beispiel bis 3.12.26. Oder wir haben die Ambientbeleuchtung, da könnt ihr euch zusätzliche Farben noch reinwählen oder auch zusätzliche Funktionen, dass das im Rhythmus eurer Musik zum Beispiel so ein bisschen blinkt und blitzt. Das Ganze kostet aber für einen Monat nur kein Geld, sondern für unendlich kostet es 29 Euro. Muss es euch auf jeden Fall wert sein. Das sind die sogenannten In-Car-Käufe, die wir jetzt haben. Online-Daten für Travel Assist ist interessant. Media-Streaming auch interessant. Das bedingt aber nur das Webradio. Da wir haben hier leider kein Spotify drin, wie es im ID.7 schon der Fall ist. Ich hoffe, das kommt noch nach für den Skoda Enyaq. Gut, ich gehe wieder zurück einmal ins Menü. Das war soweit das Fahrzeugmenü. Genau, unten kann ich jetzt nochmal hier reingehen auf den Homescreen, da sind wir eigentlich auch wieder zurück. Ich kann euch nochmal hier unten alles zeigen. Ne? Ihr habt die Musik zum Beispiel nochmal dabei, ne? Da habe ich jetzt hier das Radio zum Beispiel einmal drin. Oder ihr könnt ja verschiedene Radiosender anwählen, ihr könnt euch auch anwählen, wenn ihr wollt, Webradio, das ist auch in diesem Connect mit drin, dass ihr hier sagen könnt, okay, was wollt ihr hören, ne? Und könnt euch dann aus eurem Lieblingsurlaubsland zum Beispiel das Radio mitnehmen, das wäre da auch kein Problem. Bei mir zum Beispiel U1 Tirol hier gerade. Wir haben hier unten aber auch sonst Apple CarPlay natürlich, das geht auch, gar kein Problem. Hier zum Beispiel jetzt direkt Spotify in groß oder auch natürlich alle anderen Funktionen. Wie gesagt, das auch kabellos. Telefon ginge auch, würde bei mir auch Apple CarPlay öffnen. Ne? Ich denke mal, das tut es nicht, obwohl es geht gerade über Skoda, aber Telefonfunktionen sind eben über CarPlay verfügbar. Genau, soweit zum System. Ich habe in meinem Test keine großen Ausfälle gehabt bisher. Wenn da sich noch was ändert, schiebe ich noch was nach. Das geht soweit eigentlich alles ganz gut. Ich habe nur ein paar Funktionen gehabt bei dem Bordcomputer. Da hatte mir am Anfang keine Daten angezeigt, was für mich halt sehr schwierig ist, weil ich euch da gerne ja das reporten möchte und ja schon habe, was der Wagen verbraucht. Da hat er da irgendwie einen Fehler angezeigt. Aber rein vom Infotainment-Display habe ich keine Probleme gehabt. Noch gar nicht gezeigt habe ich euch zwei Themen im Infotainment des Skoda Enyaq. Einmal die Navigation natürlich, ne, da hat sich aber auch nicht groß was verändert. Ne. Die ist genauso gleich geblieben, finde ich soweit, aber auch nicht schlimm. Ich habe eine übersichtliche Karte, ich habe auch ein schnelles Zoomen zum Beispiel. Ne, das finde ich da wirklich sehr, sehr sinnvoll. Natürlich kann ich euch auch eine Routennavigation gleich mal zeigen, wie das funktioniert. Okay, Laura. Okay, Laura. Navigiere mich bitte in die Säbener Straße nach München. Es sind mehrere Suchergebnisse vorhanden. Bitte wähle einen Eintrag aus der Liste aus. 1. Zeile 1. München, Säbener Straße. Los geht's. Und jetzt seht ihr gleich auf der rechten Seite auch, was ich sehr, sehr interessant finde hier dran, dass das Fahrzeug gleich einen automatischen Ladestopp mit integriert hat. In Linde erstmal, ne, das ist unser erster Ladestopp, und dann nochmal im bayerischen Vogtland. Und dann sollen wir soweit auch nach München noch durchkommen. Ich kann ja dann gleich vor Ort laden, habe dann noch so eine gelbe Akkuanzeige quasi. Ne? Erstmal soll ich 43 Minuten laden, dann nochmal eine Stunde. Okay, das ist schon relativ kräftig, finde ich. Aber gut, das gehört einfach mal dazu. Schön finde ich aber, dass ich hier einfach die Routenführung mit den Ladestops einfach gleich integrieren kann. Ich kann euch auch noch weitere Funktionen zeigen, die mir der Sprachassistent hier bietet. Okay, Laura. Wie viel Akku habe ich noch? Bei dem aktuellen Verbrauch kannst du noch 113 Kilometer weit fahren. Okay, Laura. Schalte die Sitzklimatisierung ein. Okay, Laura. Schalte die Sitzheizung ein. Ich habe die Sitzheizung vorn rechts eingeschaltet.
Oh, das finde ich gerade kurios. Ich sitze auf der linken Seite. Vielleicht bin ich gerade so ein bisschen zu weit in der Mitte. Ich versuche es nochmal und setze mich mal komplett auf die Fahrerseite. Okay, Laura. Schalte die Sitzheizung ein. Ich habe die Sitzheizung vorn links eingeschaltet. Okay. Gut, das war wahrscheinlich gerade mein Fehler. Ihr seht aber daran, das System kann eben auch links und rechts unterschiedlich steuern, ne? Indem es das beim Mikrofon direkt erkennt. Aber ihr dürft natürlich nicht in der Mitte des Autos sitzen, weil dann, ja, dann habt ihr da eventuell Fehlfunktionen. Sprachsteuerung finde ich so wirklich gut. Er versteht mich gut. Noch besser fand ich auch die Routenführung mit den integrierten Ladestops. Nach dem großen Thema Infotainment kommen wir zum kleinen Tastenblock, den wir hier unten haben. Und sehr erfreulich ist, dass wir im Skoda Enyaq noch echte Tasten auch verarbeitet haben. Zum Beispiel für die Assistenzfunktion. Da können wir dann direkt auf die Schnellwahl zugreifen und uns die Einstellungen auch tätigen. Ihr habt die Fahrprofilauswahl, die wir hier auch einmal dabei haben. Die ist serienmäßig. Könnt ihr auch über das Tippen auf die Taste dann auch den Fahrmodus verstellen. Ihr habt den Parkmodus dabei nochmal, ne? Mit der serienmäßigen Rückfahrkamera und auch ebenfalls der serienmäßigen Einparkhilfe. Wenn ihr das Optionspaket Max wählt, bekommt ihr auch noch dazu eine 360-Grad-Kamera, genauso auch wie einen Parkassistenten, der auch das trainierte Parken kann. Sprich, ihr fahrt nach Hause, habt eine winkelige Einfahrt vielleicht, die so ein bisschen schwer zu fahren ist und könnt dann, wenn ihr das Fahrzeug abgestellt habt, das kann ich euch mal simulieren, indem ich einfach hier auf Ausgehe und dann könnte ich hier dazu muss ich gefahren sein. Ich tue mal so, als wenn ich jetzt gefahren bin. Bin jetzt in D und gehe jetzt wieder in die P-Stellung rein und habe den Wagen jetzt aus und könnte jetzt hier, na, jetzt zeigt es mir jetzt nicht an, aber egal. Ihr habt es schon mal gesehen im ID5 GTX. Da konnte ich schon mal zeigen, dass ihr euch quasi den Parkvorgang abspeichern könnt und der Wagen den dann abspielen kann. Und sobald ihr nach Hause kommt, wird euch angezeigt, jetzt einparken. Ja, bitte einparken. Und der Wagen fährt dann automatisch hinein, würde dabei Hindernissen auch bremsen. In meinem Test hat das aber zuletzt nicht so ganz so toll funktioniert, daher auch nur eine Assistenzfunktion, kein Autopilot. Gut, wir kommen aber weiter zu den Tasten. Wir haben einmal die Warnblinkanlage in der Mitte, die Zentralverriegelung, dann die Klimaautomatik, die ich mir auch gleich aufrufen kann, die maximale Lüftung auf die Frontscheibe und auch nochmal die heizbare Heckscheibe, die ich mir hier direkt aufrufen kann. Finde ich sehr sinnvoll, dass die Tastenleiste hier dabei ist. Zu den Ablageflächen komme ich gleich. Ich zeige euch nochmal kurz das Getriebe, trete dafür die Bremse. Habe den Fahrmodus D, indem ich einmal runterkippe. Ich kann auch mal in B gehen, habe dann die Rekuperationsstufe, die ich euch beim Fahren schon mal berichtet habe. Wenn ich jetzt einmal nach oben gebe, habe ich die Neutralstellung, ne, für die Waschstraße zum Beispiel. Ne. Da könnte man die Elektrosicherung nochmal deaktivieren manuell. Oder ich gehe in den Rückwärtsgang und habe dann die eben gezeigten Parkassistenzfunktionen. Zum Einlegen der P-Stufe habe ich dann hier nochmal die Taste für die Parkbremse. Die ist dann automatisch auch die P-Stellung und dann würde sich der Wagen, wie eben schon erwähnt, auch automatisch deaktivieren. Eine ambiente Beleuchtung ist serienmäßig im Enyaq. Ihr habt verschiedene Farben, die ihr auch einstellen könnt. Wie das im Dunkeln aussieht, zeige ich euch hier nochmal. Ich finde, das ist eine schöne Sache, gerade weil hier unten nochmal so das Cockpit so ein bisschen akzentuiert ist. Das finde ich eine schöne Optik. Wir kommen zur Verarbeitungsqualität des Skoda Enyaq und auch zu den verfügbaren Ablagen. Ich spoilere, es hat sich nicht viel verändert. Wir haben oben weiterhin schön aufgeschäumte Materialien mit diesem typischen Skoda-Struktur, könnte man sagen. Hier unten eine schwarze Leiste mit der Ambientebeleuchtung drin. Hier gibt es ein bisschen Kunstleder auf der Armauflage. Hier dann leider Hartkunststoff, das fand ich immer nicht so schön, hier gerade wenn man das hier halt anfasst und zu sich zieht. Das könnte man noch ein bisschen schöner verarbeiten. Unten dann weiterhin Hartkunststoff. Ne? Dafür ist dann hier zum Beispiel auch das Ablagefach so ein bisschen mit Filz ausgekleidet, damit da nichts klappert. Hier unten gibt es dann weiterhin auch Hartkunststoff, ne, bis zu dieser Leiste. Schön finde ich aber dann hier dieses Kunstleder, was ich hier habe, beim Laurin und Clement nochmal mit so einer kupferfarbenen Naht hier drin. Das finde ich wirklich sehr, sehr schick. Ist auch wirklich super weich. Hat eine schöne Optik auf jeden Fall und fässt sich auch schön an. Hier unten dann weiterhin so eine Klavierlackleiste. Wir haben bei unserem Laurin und Clement die Innenraumausstattung Suit dabei. Die Basisvariante ist der Loft. Darüber hinaus haben wir da auch noch weitere Ausstattungen, wie zum Beispiel die Lounge oder auch die Lodge. Ne, das haben wir auch noch dabei. Die zeichnen sich dann mit verschiedenen Sitzpolstern, aber auch mit verschiedenen Optiken im Innenraum aus. Wir haben hier die optionale schwarze Variante gewählt beim Laurin und Clement. Ohne Aufpreis bekommt ihr die aber auch in Beige.
Gut, hier oben gibt er auch nochmal so ein bisschen geschäumte Materialien, auch in dieser Skoda-Struktur. Dahinter haben wir dann wiederum harte Kunststoffe. Also hier treffen sich gerade an der Säule viele verschiedene Materialien. Finde ich soweit aber schön. Ne? Wie gesagt, das Einzige, was mich stört, ist diese Klavierlackleiste, die wir hier vor dem Head-Up-Display haben. Ist eine schöne Idee, weil ich da nicht reinschaue, denn damit, ne, ist schön mitgedacht, aber man spiegelt sich halt drin, was halt ein bisschen suboptimal ist. Soweit bin ich aber zufrieden mit dem Enyaq. Wir haben ein paar Klavierlackflächen bei dem Auto, die natürlich schnell verkratzen oder auch Fingerabdrücke anziehen, wie hier in der Mitte oder auch hier unten. Und da sieht er auch gerade bei dem Auto schon, ich weiß nicht, ob ich es jetzt eingefangen bekomme, wahrscheinlich eher weniger aufgrund der Sonne. Aber ich habe hier schon so ein paar kleine Mikrokratzer drin. Das ist natürlich nicht so schön. Und da weiß man natürlich nicht, wie so ein Auto nach 50 oder 100.000 Kilometer aussieht. Dafür finde ich aber schön hier an der Seite auch nochmal so eine Lederoptik dran. Auch mit dieser kleinen Naht, ne? Auch gerade wo das Fahrerknie mal rankommen könnte, ne? Finde ich das schön, dass das so verkleidet ist. Gut, wir gucken uns jetzt erstmal die Ablageflächen an im Enyaq. Ich habe hier unten erstmal diesen typischen Skoda-Mülleimer drin. Ich habe dann in der Tür nochmal ein Fach für so eine Flasche. Da passt aber deutlich mehr als 0,5 Liter rein. Und ich kann hier auch noch mein Portemonnaie reinpacken. Das Fach geht auch noch hinten noch weiter. Da könnte ich auch noch Sachen verstecken. Das wäre kein Problem. Mitgedacht bei Skoda ist auch das kleine Handschuhfach für den Fahrer. Mit der kleinen Taste wird das hier geöffnet. Und da habe ich dann auch eine rutschfeste Einlage sogar drin. Finde ich sehr, sehr sinnvoll. Hier oben gibt es keine weiteren Ablageflächen. Erst hier unten befindet sich dann einmal die induktive Handyladefläche, die ist im Paket dabei oder auch beim Sportline schon oder ab dem Sportline serienmäßig. Da kann ich hier zum Beispiel mein iPhone 15 Pro Max wirklich passgenau reinlegen. Deutlich größer dürfte es nicht sein, aber es reicht vollkommen aus. Und das Ganze ist auch rutschfest ausgekleidet. Und hier hinten habt ihr nochmal zwei USB-C-Schnittstellen. Ich lege das Handy wieder zum Laden einmal rein. Und auf der rechten Seite könnt ihr aber kein Handy mehr reinpacken. Das fände ich auch noch cool, wenn ich zwei Ladeflächen hätte, weil ich habe oft den Fall, dass mein Mitfahrer auch dabei ist oder meine Mitfahrerin und hier ihr Handy laden möchte. Das geht hier leider nicht. Gut, hier unten gibt es dann zwei Cupholder, wie typisch bei Skoda. Ihr kennt die kleinen Nupsis schon. Diese PET-Flaschen haben hier unten immer so eine Zacken. Einfach rein und dann könnt ihr als Fahrer auch mit einer Hand ganz simpel die Flasche aufdrehen und die Flasche wird unten gehalten. Das finde ich auch wirklich sinnvoll. Ihr könnt diesen Schlitz hier in der Mitte, wo ihr auch zum Beispiel eine Ladekarte reinpacken könnt, rausnehmen oder ihr könnt ihn auch weiter nach links oder rechts setzen. Wenn ihr eine kleinere Dose von so einem typischen Energy Drink Hersteller habt, könntet ihr auch reinpacken. Das finde ich da auch wirklich sehr, sehr praktisch. Oder das eben wieder in die Mitte packen. Unten ist es auch rutschfest mit Gummi ausgekleidet. Das gilt auch für das kleine Fach hier neben dem Wählhebel. Da habe ich gerade meinen Schlüssel drin. Den kann ich euch einmal rausnehmen. Habe ich hier nochmal so ein Fach, wofür ihr das nutzen könnt. Ganz viel, ganz frei könnt ihr das nutzen für eine Geldbörse oder auch wie ich gerade jetzt hier für den Schlüssel. Gut, es gibt serienmäßig eine Mittelarmlehne im Skoda Enyaq. Die ist schön verstellbar eines Teils in der Länge, aber auch in der Höhe. Obwohl in der Länge, da verratet er. Nee, in der Länge ist die nicht verstellbar, aber die ist lang genug, finde ich auch. Trotzdem kann ich den in der Höhe verstellen. Und ich habe dann hier nochmal ein kleines Ablagefach drin, was ich rausnehmen kann. Und hier unten auch nochmal, da kann ich hier nochmal etwas öffnen, kann das auch rausnehmen und habe da nochmal einen Stift drin. Also sehr, sehr praktisch. Unten habe ich dann ganz, ganz weit unten entfernt auch so eine rutschfeste, strukturierte Einlage. Hier ein Gummiband. Also das ist schon so ein bisschen die Spezialität von Skoda, finde ich, ne? Dass eben sehr, sehr viel mitgedacht wird und auch viele Ablageflächen dabei sind, die ihr das Leben so ein bisschen erleichtern können. Gut, wir kommen zum Handschuhfach. Das habt ihr hier immer dabei. Keine großen Überraschungen. Stifthalter ist an der Seite dran. Ihr habt eine Beleuchtung und ihr habt ja auch hier genug Platz für eine Bordmappe und noch deutlich mehr. Das Ganze ist auch schön mit Filz ausgekleidet. Und da haben wir sonst keine weiteren Funktionen. Gut, auf der rechten Seite ist die Türblende genauso wie links. Keine Überraschung da dran. Am Dachhimmel haben wir einmal hier eine schwarze Variante, die ich sehr, sehr schick und sehr, sehr fast sportlich finde. Es gibt im Auto vier Angstgriffe, was ich sehr begrüße. Da hat wirklich jeder was davon, außer der hinten in der Mitte sitzt. Geht leer aus. In unserem Fall haben wir hier kein Panoramadach dabei. Es gibt für den Enyaq aber sogar ein Panoramadach, welches ihr öffnen könnt. Spezialität, ne? Nicht bei dem Volkswagen ID. Da gibt es nur eins, was fest ist. Wir haben hier dann eins, was ihr öffnen könnt. Das ist beim Sportline serienmäßig oder eben im Optionspaket auch versteckt. Gut, wir haben hier Sonnenblenden für den Beifahrer erstmal mit dem Schminkspiegel der kleinen Beleuchtung oben mit einer LED, ne? Ganz, ganz simpel. Und wir haben dann zum Beispiel auch dabei hier in der Mitte die SOS-Funktion. Wir haben hier aber nochmal die Mikrofone und auch in der Mitte gibt es hier
da die Beleuchtung einmal, ne, die ihr per Touch an- und ausschalten könnt. Ihr solltet die auch dimmen können, denke ich. Genau, könnt das auch so machen. Oder auch, genau, ich mache es so nochmal aus für euch. Die scheint gerade ein bisschen zu haken. Auf der rechten Seite kann ich es außer ausmachen. Hier unten kann ich nochmal alles komplett anmachen, ne, und auch Licht bei Türen ausmachen oder Info oder die Service, den Service anrufen. Was ich erfreulich finde, ist, dass der automatisch abblendbare Innenspiegel serienmäßig in jedem Enyaq dabei ist. Ne. Das ist sehr praktisch und der ist auch schön rahmenlos, sieht schick aus. An der Fahrersonnenblende habe ich nochmal den kleinen Clip dran und auch den Spiegel mit der kleinen LED-Beleuchtung. Die A-Säule im Enyaq ist mit Hartkunststoff verkleidet. Weiterhin natürlich dabei im Skoda Enyaq die Simply Clever Funktion. Ihr kennt sie sicherlich alle. Wie zum Beispiel hier auch den kleinen Clip an der Fahrerseite der Frontscheibe, wo ihr zum Beispiel auch eine Parkkarte reinmachen könnt. Oder auch so eine Funktion wie hier unten der Mülleimer, den wir haben. Und dann haben wir natürlich ansonsten auch noch hier in der Fahrertür versteckt den kleinen Regenschirm, der sehr, sehr sinnvoll ist. Auch in der Beifahrertür ist der mit drin. Und zum Beispiel auch noch weitere Funktionen wie der Trichter für das Wischwasser unter der Fronthaube oder auch der Eiskratzer, nicht im Tankdeckel, sondern hinten in der Heckklappe. So ein Enyaq scheint ja schon soweit ein ganz gutes Auto zu sein. Wir gucken uns mal an, wie teuer er dann euch kommen könnte, wenn ihr euch so ein Auto kaufen möchtet. Natürlich kann ich nur die Barpreise vergleichen. Leasingangebote kann ich euch hier nicht unbedingt darlegen. Die sind einfach sehr verschieden und ändern sich auch ständig. Barpreis, damit starten wir. Den Skoda Enyaq gibt es ab 44.200 Euro. Und dann habt ihr die Variante Enyaq 60. Ihr habt in der Serie schon verschiedene Optionen dabei. Zum Beispiel LED-Scheinwerfer, das große 13 Zoll Infotainment-Display mit Navigationsfunktion und schon verschiedene andere Dinge, wie zum Beispiel auch ein Notbremsassistenten, ein Spurhalteassistent, eine Müdigkeitserkennung, genauso auch wie eine Verkehrszeichenerkennung und ein Abbiege- und Ausweichassistent. Auch die Rückfahrkamera ist dabei, genauso auch wie die Wärmepumpe. Eine sehr sinnvolle Sache, gerade bei einem Elektrofahrzeug. Wenn ihr jetzt den 85er haben wollt, den wir hier dabei haben, dann müsst ihr 4.700 Euro drauflegen. Das ist schon eine ganze Stange Geld, aber dürfte sich vielleicht auch lohnen. Wenn ihr jetzt vergleicht, ja, in meinem letzten Video des Skoda Enyaq, den ich getestet hatte, damals nicht das Coupé, sondern auch den normalen Enyaq als SUV, da habe ich noch einen Preis von 34.000 und noch was genannt euch als Basispreis. Natürlich schlanke 10.000 Euro mehr, die der Wagen jetzt kostet. Ihr müsst aber auch dazu gestehen, wir hatten da die Variante 50 damals. Er hat nochmal einen deutlich kleineren Akku gehabt und auch ganz, ganz wenige Optionen dabei. Ne? Da waren selbst das Infotainment-System kleiner und so weiter. Ne? Da haben wir jetzt schon ein ganz anderes Auto in der Basis. Natürlich möchte ich auch den Skoda Enyaq mit seinen Konkurrenten und Wettbewerbern vergleichen. Wie ist denn der Preis so, wenn ihr die Konkurrenten seht? Da nehme ich jetzt natürlich den 85, den ich hier auch dabei habe. Also 77 Kilowattstunden Akku für mindestens 48.900 Euro. Natürlich, der Hauptvergleichspartner für so ein SUV, was elektrisch ist, ist immer auch ein Tesla, zum Beispiel das Tesla Model Y. Der wird ja hier auch quasi um die Ecke gebaut in Grünheide. Wir haben da denn die Long-Range-Variante von dem Fahrzeug. Der hat einen Allradantrieb, der hat dann nicht wie der Wagen hier Hinterradantrieb. Wir haben da sage und schreibe 514 PS. Wir haben einen 75 Kilowattstunden großen Akku und sollen damit 533 Kilometer weit kommen. Das Auto kostet dann mindestens 49.990 Euro. Das sind 5.000 Euro weniger als meinem letzten Enyaq-Test, sogar mit dem S, was ja nur knapp ein halbes Jahr oder ein bisschen mehr her ist. Wir haben da dann dafür aber auch eine deutlich bessere Serienausstattung. Wir haben zum Beispiel viel Power, wir haben auch elektrische Sitze dabei, wir haben mehr Assistenzsysteme und zum Beispiel auch ein Panoramadach im Tesla serienmäßig. Weiter geht's mit einem Vergleichspartner nach Japan, nämlich mit dem Nissan Ariya. Der ist auch relativ neu, den gibt es mit auch dem Hinterradantrieb, also einem Motor mit 242 PS. Das Auto hat dann einen 87 Kilowattstunden großen Akku, also schon recht ordentlich, kommt damit dann laut WLTP 531 Kilometer weit. Das Auto soll dann in der Basis 53.490 Euro kosten. Mit dabei beim Nissan Ariya ist dann auch eine elektrische Heckklappenöffnung.
Ein weiterer Vergleichspartner kommt aus dem Hause Mercedes-Benz, ein Familien-SUV, könnte man auch den EQB 304 Matic nennen. Der hat dann anders als der Skoda und genauso wie der Tesla auch einen Allradantrieb, aber es passt einfach von der Leistung. Wir haben 228 PS und einen 66,5 Kilowattstunden großen Akku. Mit dem soll das Auto dann laut WLTP 445 Kilometer weit kommen. Der Wagen kostet dann mindestens 55.519 Euro. Anders als der Enyaq hat er dann zum Beispiel eine Sitzheizung serienmäßig, aber auch weniger, zum Beispiel nur 100 kW Ladeleistung. Zurück zum Skoda Enyaq. Über die Basisvariante hinaus, da könnt ihr noch verschiedene Ausstattungsoptionspakete bestellen. Ne? Skoda packt da sehr viel in Pakete. Zum Beispiel das Clever-Paket. Da haben wir dann mit drin das System ACC, aber auch ein Totwinkelwarner, eine Sitz- und eine Lenkradheizung und genauso auch wie das System CASI Advanced, also hier den schlüssellosen Fahrzeugzugang. Darüber rangiert dann das Paket Plus. In dem Paket Plus haben wir dann zum Beispiel die Matrix-LED-Scheinwerfer dabei, aber auch die elektrische Steuerung für die Sitze, genauso auch wie für die Heckklappe und auch den Traveler Assist, also eine erweiterte Funktion des Systems ACC. Clever und das Plus-Paket bekommt ihr immer, wenn ihr den Sportline wählt. Also diese beiden Pakete sind bei dem Auto dann schon mit drin. Darüber hinaus haben wir dann noch das Advanced-Paket. In diesem Advanced-Paket haben wir dann zum Beispiel das Kanton-Soundsystem drin und das Augmented Reality Head-Up-Display. Wir kommen also schon so in die Luxus-Extras, könnte man sagen. Das Paket ist dann dabei, wenn ihr die Variante Laurin und Clement oder auch den RS wählt. Auch für diese beiden Top-Varianten optional ist das Max-Paket. Da bekommt ihr dann zum Beispiel die Fahrdynamikregelung DCC, also das adaptive Fahrwerk, oder auch die 360-Grad-Kameras. Einzelextras gibt es wenig für den Skoda Enyaq. Dazu zählt zum Beispiel die Anhängezugvorrichtung, das Panoramadach oder auch ein Transportpaket. Sehr interessant ist übrigens im Vergleich der Ausstattungslinien, dass der RS 200 Euro günstiger ist als der 85X. Also da könntet ihr schon mal schauen, okay, welche Variante wählt ihr? Soll es lieber in die sportliche Richtung gehen, dann nehme ich den RS, habe dann aber ein paar Optionen nicht von dem Laurin und Clement oder zahle die 200 Euro drauf und habe dann zwar nicht ganz so viel Sportlichkeit, aber mehr Optionen. Mein Testwagen stammt heute wieder einmal direkt von Skoda Auto. Dahin vielen Dank für die Bereitstellung des Testwagens für meinen ausführlichen Test. Ich habe hier den Enyaq als 85er Variante, als Laurin und Clement. Als einzige Option wurde hier die Außenlackierung gewählt und so kommt der Wagen dann auf 59.000 Euro glatt. Wir haben keinen Link für das Auto, weil den kann ich euch nicht geben. Ich packe euch unten aber in die Beschreibung hier den Konfigurationscode zum Testwagen rein. Der Einstieg in den Fond des Skoda Enyaq gestaltet sich dank der Höhe angenehm, auch wenn die Türen noch ein Müh weiter öffnen könnten. Natürlich hat sich das Platzangebot nicht verändert. Gut so. Denn der Enyaq bietet in Reihe 2 luftige Platzverhältnisse. Ist der Beifahrersitz auf meine Körpergröße von 1,80 Meter eingestellt, bleiben vor den Knien noch mehr als 20 cm Platz. Ohne Panoramadach ist noch 1,5 Fäuste Luft über dem Schädel, auch zur Seite hin herrscht keine Platznot. Neben Angstgriffen und Kleiderhaken bietet mein Testwagen praktische Sonnenrollos, Serie ab der Variante Sportline. Wie gewohnt fällt die Materialqualität hinten etwas ab, was aber eigentlich nur für das oberste Element aus hartem Kunststoff der Türverkleidungen gilt. Der Rest ist identisch mit Reihe 1, inklusive der Ambientebeleuchtung unter der Leiste in Klavierlackoptik. In der Türtasche haben auch größere Getränkeflaschen Platz. Praktisch ist der multifunktionale Handy- und Tablethalter eine typische Simply Clever Lösung. Nicht minder praktisch ist auch das kleine Handyfach auf der üblichen Kartentasche an der Rückseite der Vordersitze. Mittig finden sich zwei Lüftungsdüsen und die ab dem Sportline serienmäßige 3-Zonen-Klimaautomatik. Unser Laurin und Clement wartet darüber hinaus auch mit dreistufig beheizbaren äußeren Rücksitzen auf. Eine Etage tiefer befinden sich zwei USB-C-Stromanschlüsse und eine 230-Volt-Steckdose. Die Isofix-Anker auf den Außenplätzen liegen hinter praktischen Klappen, die am Sitz verbleiben können. Leider sind die Gurtpeitschen nicht komplett starr.
Dafür kommt der mittlere Gurt direkt von der Sitzbank und die Mittelarmlehne ist serienmäßig, inklusive der darin befindlichen Becherhalter und dem Aufnahmepunkt für den Tablethalter. Die hintere LED-Innenraumbeleuchtung reagiert per Touch. Nach dem Entfernen der praktischen Ablagebox inklusive zweier weiterer Flaschenhalter ist das Platznehmen auf dem Mittelsitz möglich. Hier bleibt mehr Platz als in anderen Fahrzeugen. Zu dritt hinten sollte man sich dennoch mögen. Dann sind Strecken bis 50 Kilometer aushaltbar. Familienauto, da ist natürlich auch der Kofferraum ganz, ganz wichtig. Den Skoda Enyaq bekommt ihr ab der Variante Sportline oder in einem Optionspaket auch mit der automatischen Heckklappe, die auch auf eine Fußgeste reagiert. Man muss sie nur vernünftig ausführen, wie ich gerade. Wir haben dann ein Kofferraumvolumen von 585 bis 1710 Liter, was schon ganz ordentlich ist und gerade auch für ein Familienauto ganz gut sein dürfte. Wir haben in der Aufpreisliste auch eine schwenkbare Anhängezugverrichtung. Die kann in unserem Fall bei den 85er Variante eine Tonne ziehen gebremst. In den Allradvarianten 85X und dem RS kann der Wagen dann bis zu 1,2 Tonnen gebremst ziehen. Auch das großzügige Kofferabteil blieb bei der Enyaq-Überarbeitung unangetastet, was nicht schlimm ist. Einzig die Auskleidung könnte hochwertiger sein. Das Gepäckraumrollo gleitet nach einem leichten Druck praktisch nach hinten. Links und rechts finden sich viele Fächer inklusive einer Ladekabeltasche sowie vier Verzurrösen. Die Anzahl von Taschenhaken ist immens. Insgesamt sind es 6 Stück. Praktisch ist auch das per Klett montierbare Transportelement zum Sichern gegen Verrutschen der Ladung. Eine 12-Volt-Möglichkeit ist Serie, genauso wie das schmale Fach im Souterrain. Teil des optionalen Transportpaketes wären ein doppelter Ladeboden und verschiedene Netze, sowie eine Lehnenfernanriegelung, die bei unserem Laurin und Clement jedoch zur Serie zählt. Ebenfalls bei allen Enyaq-Serie ist auch die mittlere Durchlademöglichkeit durch die Rücksitzbank. Nach Bedienen der Fernanregelung klappen die Rücksitzlehnen im Verhältnis 40 zu 60 nach vorn. Ohne doppelten Ladeboden bleibt leider eine Stufe. Den nutzbaren Platz schmälert das aber nicht. Die Maße seht ihr hier eingeblendet. Der Öffnungswinkel der Heckklappe lässt sich praktisch per manueller Arretierung und langem Druck auf die Tasten anpassen. Zurück im Skoda Enyaq. Wir schauen uns jetzt einmal das Fahrwerk, die Dynamik, aber auch den Komfort an, den wir in dem Auto haben. Ich habe in dem Auto hier nicht das DCC-Fahrwerk, also nicht das Dynamic Chassis Control, wo ich dann mir hier über die Fahrprofile einstellen kann, wie hart der Wagen dann gefedert ist. Das kann ich hier leider nicht machen, denn das ist nur im ganz teuren Max-Paket drin, also dem teuersten Optionspaket von Skoda. Das hat der Wagen hier nicht dabei. Wie ist das Fahrwerk dennoch, wenn ich hier keine Einstellbarkeit habe? Es ist durchaus komfortabel, ne? Also das sei wirklich gesagt, wir haben hier ein komfortables Auto mit dem Skoda Enyaq, ne? Trotzdem reicht das querdynamisch auf jeden Fall auch aus, dass ich hier keine große Seitenneigung habe, ne? Man merkt aber durchaus, dass sich so ein DCC-Fahrwerk schon sehr lohnt. Ich habe hier das, wie gesagt, nicht, ne, und habe schon gemerkt, okay, ich habe ein ja deutlich verbindlicher gefedertes Auto im Gegenzug, wenn ich den Wagen quasi im DCC in Komfort packen kann. Ne. Das kann ich hier nicht machen und dadurch fühlt sich der Wagen schon deutlich kräftiger gefedert an. Nicht unkomfortabel, wie eben gesagt, ne, aber man merkt den Unterschied sonst schon sehr. Und wenn ihr es euch leisten könnt sozusagen, dann würde ich euch auf jeden Fall zum DCC-Fahrwerk raten. Schade, dass Skoda das in das größte Optionspaket reinpackt. Zum Komfort gehört für mich aber auch auf jeden Fall immer der Geräuschkomfort und serienmäßig im Enyaq habe ich hier vorne Akustikglas und wir in unserem Laurin und Clement haben auch an der Seite Akustikglas und das macht aus dem Enyaq wirklich ein sehr komfortabel zu fahrendes Auto, ein sehr ruhiges Auto. Ja, das macht mich wirklich Spaß, in dem komfortablen Enyaq hier unterwegs zu sein, weil er die Geräusche von außen halt sehr, sehr gut abschirmt und das passt auch gerade einfach zu einem E-Auto, weil das da noch wichtiger ist, dass ich eine gute Dämmung habe, weil ich eben Geräusche noch deutlich stärker wahrnehme. Ich komme noch zu den Bremsen im Skoda Enyaq. Ich habe hier vorne Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen. Denkt man erstmal bei dem Auto, was 2,2 Tonnen wiegt, okay.
macht aber gar nichts, weil der Wagen da wirklich sehr, sehr gut verzögert mit. Ne? Und ich habe ja eh oft den Einsatz der Rekuperationsbremse bei einem Elektrofahrzeug. Und damit habe ich da keinen Nachteil. Im Gegenteil, die Bremse kann hinten einfach nicht verrosten, was sonst eher der Fall ist, ne, dass die leichter korrodiert, wenn ich eben hinten Bremsscheiben habe. Ne, das kann hier eben nicht der Fall sein, weil die eben hinten nicht so oft genutzt wird bei einem Fahrzeug, was eben viel rekuperieren kann. Natürlich ist der Skoda Enyaq ein relativ großes Auto. Ne? Ich habe in Ausmaßen gar nicht so eine Größe. Also wir haben eine Grundfläche eines Mittelklasse-Kombis bis auf die Breite, könnte man fast sagen. Der Wagen fühlt sich aber trotzdem sehr breit und sehr voluminös an. Das müsst ihr wissen, gerade wenn ihr oft in der Stadt unterwegs seid, ne, habt ihr natürlich ein relativ großes, umfangreiches Auto. Ne? Das muss der Sache keinen Abbruch tun, ne? Aber man muss es einfach wissen. Obwohl er sich in der Stadt ja so schon wohlfühlt, gerade auch bei dem geringeren Stromverbrauch. Lasst uns auch noch kurz zur Lenkung kommen im Skoda Enyaq. Ich fahre hier gerade schön über die Brandenburger Landstraßen und könnte da ganz passend auch den Sportmodus reinnehmen, weil ich dann nämlich auch eine verbindliche Lenkung habe. Ne? Ich kann mir die hier einstellen, fahre man meistens aber im Normalmodus, da reicht sie mir vollkommen aus. Wenn ich aber hier viel Landstraßen fahre zum Beispiel, ne, habe ich ein schönes direktes Lenkgefühl, wenn ich den Sportmodus habe, weil einfach diese Servounterstützung so ein bisschen zurückgenommen wird. Ansonsten ist sie ausreichend direkt, die Lenkung, ne, so dass es genau passt. Also da habe ich gar kein Problem mit beim Fahren mit dem Enyaq. Wir haben eine Progressivlenkung, also eine noch sportlichere Lenkung, die andere Lenkwinkel zulässt, wenn ich das Max-Paket wähle. Das haben wir hier nicht dabei, tut der Sache aber keinen Abbruch. Geschwindigkeitsabhängig ist die Lenkung sowieso immer. Und was auch ganz interessant ist, wir haben hier ein großes Auto. Ich habe gerade darüber gesprochen, dass der Wagen sich recht groß anfühlt. Das merke ich aber nicht beim Rangieren in der Stadt. Denn wenn ich den Wagen hier habe in der Variante, der 85er-Variante, die ja nur die Hinterräder antreibt, habe ich einen sehr übersichtlichen Wendekreis von nur 10,1 Meter. Und das ist wirklich wenig im Vergleich zur Fahrzeuglänge einfach. Das kommt daher, weil ich vorne halt einfach ganz andere Lenkwinkel habe, weil der Wagen da keine Antriebswellen hat und eben die Vorderräder entkoppelt sind. Das finde ich eine sehr gute Sache. Und auch im Vergleich zum 85X oder auch zum RS habe ich einen 1,5 Meter größeren Wendekreis bei diesen beiden Fahrzeugen. Und hier habe ich einfach eben das deutlich wendigere Auto. Sicherheit im Skoda Enyaq. Jetzt habe ich hier die Schnellstraße gewählt, um euch die Assistenzsysteme noch ein bisschen besser zeigen zu können. Erstmal starte ich aber damit, mit welcher Wertung der Skoda Enyaq den Euro NCAP Crash Test abgeschlossen hat. Das waren 5 Sterne, also damit die Höchstwertung. Das vor bald 3 Jahren, 2021 war das. Wir haben in der Serie erstmal 7 Airbags, inklusive eines Center Airbags, der hier in der Sitzwange steckt, der mich mit dem in dem Gehege kommen, mit dem Beifahrer schützt sozusagen. Wir haben dann darüber hinaus ab dem Plus-Paket auch noch dabei 2 Seiten-Airbags für hinten. Die haben wir hier dann auch in den Testwagen hier dabei. Auch in der Serie gibt es schon verschiedene Fahrassistenzsysteme im Skoda Enyaq. Da haben wir eines Teils einen Notbremsassistenten, der soll auch Fußgänger und Radfahrer erkennen. Der ist hier auch dabei. Der hat in meinem Test leider so 1-2 Fehlwarnungen gegeben. Also ja, die Notbremswarnung ausgelöst, obwohl es keine Notsituation war, was ich immer so ein bisschen schade finde, weil dann achtet man vielleicht auch in Notsituationen nicht mehr so wirklich auf den Assistenten. Ansonsten habe ich auch einen Spurhalteassistenten, den werde ich euch gleich mal zeigen, sobald die Ampel wieder grün ist. So, der Spurhalteassistent zeigt mir ein grünes Symbol an. Ich zeige euch das hier nochmal kurz ansatzweise. Genau, der Wagen lenkt mich wieder zurück, wenn ich die Spurmarkierung erreiche. Auch schön im Head-Up-Display wird es mir auch schön gezeigt, visualisiert direkt an der Spur. Das finde ich eine sehr gute Sache. Das funktioniert da wirklich gut. Das Einzige, was er nicht macht, ist, dass der Wagen quasi mich in der Mitte zentriert, sondern er würde dann zwischen den Spuren pendeln. Das kann ich euch nochmal kurz zeigen. Die linke Seite. Und zack, er lenkt mich wieder nach rechts rüber, ne, mit einem deutlichen Lenkimpuls, ne, und zeigt mir dann auch nochmal die Spuren im Head-Up-Display an. Darüber hinaus auch serienmäßig eine Verkehrstechnikerkennung im Skoda Enyaq, die in meinem Test eigentlich zu 98% der Fälle wirklich eine gute Arbeit gemacht hat und immer die richtigen Verkehrszeichen angezeigt hat.
Darüber hinaus gibt es auch eine Müdigkeitserkennung nach dem ENIAC natürlich, ne, die auch anhand der Fahrmuster funktioniert. Also sollte ich hier dauerhaft Langlinien fahren, dann würde mich das Fahrzeug eben auch mal dazu ermuntern, eine Pause zu machen. Zudem steckt im ENIAC auch noch serienmäßig ein Abbiege- und Ausweichassistent. Wenn ihr euch jetzt aus der durchaus gut gefüllten Aufpreisliste von Skoda bedient und zum Beispiel das Clever-Paket nehmt, dann habt ihr noch weitere Assistenten, zum Beispiel einmal das System ACC. Das aktiviere ich jetzt einmal, indem ich hier einmal direkt bei 100 km/h das aktiviere und jetzt hält der Wagen automatisch die Geschwindigkeit 100 km/h wie ein normaler Tempomat. Aber dass er zusätzlich jetzt noch, wenn ich jemanden vor mir hätte, der jetzt hier natürlich nicht ist, noch den Abstand zum Vordermann halten würde. Das finde ich eine sehr sinnvolle Sache, würde ich auf jeden Fall mitbestellen. Das System hat auch hier eine Stop-and-Go-Assistenten, sprich es kann auch bis 0 km/h runterbremsen, habe ich selbst getestet. Dann auch entweder mit dem kleinen Impuls über das Gaspedal oder wenn der Wagen eben auch nur sehr kurz steht, wieder selbstständig anfahren kann. Bei dem Wagen haben wir hier auch noch dabei die Verkehrszeichenerkennung, die automatisch in die Führung mit übernommen wird. Hier vorne steht gleich ein 70er-Schild und da zeige ich euch mal, wann der Wagen das hier erkennt. Er kennt es auch schon voraus und sagt auch schon 70 voraus dann. Wir haben hier erstmal das 100er-Schild und dann sollte gleich die 70 danach kommen. Ich habe jetzt eine rote Ampel, werde deswegen wahrscheinlich selbst manuell bremsen. Genau, 70 voraus zeigt er mir jetzt an und würde mich jetzt runterbremsen auf die 70. Oh, ich kann jetzt eigentlich machen lassen. Ne? Er fährt dann hier mit den 70 über die grüne Ampel. Danach haben wir dann eine 50. 50 voraus zeigt er mir an und würde mich jetzt auch auf die 50 runterbremsen. Also ein sehr, sehr sinnvolles System auf jeden Fall. Schade ist es dabei, dass teilweise Verkehrszeichen erkannt werden, die eigentlich gar nicht da sind, die teilweise aus den Kartendaten existieren oder so, wo dann steht, 70 voraus, aber ist gar keine 70, was halt zu kuriosen Momenten führen kann, wo der Wagen dann stark runterbremst, obwohl es in dem Moment gar nicht sein muss. Wählt ihr dazu das Plus-Paket mit, wenn ihr dazu das Plus-Paket wählt, habt ihr auch noch den Traveler Assist oder den Travel Assist, wie ihn Skoda jetzt auch nennt. Das System kann dann zusätzlich zur Führung des ACC, was ich jetzt gerade aktiviert habe, auch noch die Spur halten, also den Wagen wirklich mittig zentrieren, wäre dann somit ein besserer Fahrassistent. Leider konnte ich das in meinem Test nicht zur Genüge testen, weil der Travel Assist nicht funktioniert hat. Ich habe hier eine Umstellmöglichkeit am Lenkrad, kann über die Assistententaste gehen, kann hier eben, jetzt gut, ich zeige dir gerade die 60 voraus an, kann den Travel Assist zwar auswählen, jetzt zum Beispiel, gut, der zeigt mir gerade immer die 60 erkannt an hier. Ich kann den Travel Assist quasi hier umstellen, Fahrassistent, aber da passiert nichts. Also ich kann hier rauf tippen und es ändert sich nichts daran. Ne? Also ich kann den Travel Assist nicht einschalten, leider hat es im Testwagen hier nicht funktioniert. Wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze funktioniert, dann empfehle ich euch auf jeden Fall einen meiner anderen Tests, auch von den anderen beiden Skoda ENIAC, zum Beispiel beim RS. Da habe ich es auch kürzlich getestet. Ne? Und da kann ich euch das eben deutlich besser zeigen. Schade, dass es hier in meinem Testwagen nicht funktioniert hat. Da würde auch drin stecken in diesem System der Spurwechselassistent, den es ja neuerdings auch gibt. Den habe ich euch schon auch gezeigt im Volkswagen ID.5 zum Beispiel. Wir haben hier einen ähnlichen Technikbaukasten oder den gleichen Technikbaukasten. Und dementsprechend gibt es was eigentlich auch im Skoda ENIAC, nur ich kann es euch in dem Moment hier leider nicht zeigen. Gut, wir haben darüber hinaus dann auch, wenn ihr das Clever-Paket nur wählt, also das erste Autonomspaket, ein Totwinkelwarn, den haben wir hier auch dabei bei dem Auto. Der zeigt mir zuverlässig Fahrzeuge an, die im Totwinkel bei mir fahren. Da habe ich dann hier im Außenspiegel ein kleines Signet oder ein kleines Lämpchen. Das seht ihr jetzt vielleicht, wenn mich der Audi Q7 überholt. Genau, schon sehr frühzeitig hat er mir das angezeigt. Genau, wunderbar. Da haben wir ja ein sinnvolles System, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dieses Clever-Paket daher zu wählen. Auch noch beim Skoda ENIAC gibt es dann ein proaktives Insassenschutzsystem. Das heißt, es straft die Gurte oder schließt die Fenster im Falle eines nicht mehr vermeidbaren Unfalles. Auch ein sinnvolles System. Und auch noch ein Emergency Assist. Der arbeitet dann auch mit dem System ACC zum Beispiel zusammen, ne? Und dem Spurhalteassistenten. Wenn eben ich einen medizinischen Notfall am Steuer erleide, würde mich das Auto dann sicher zum Stehen bringen.
Bei einem Elektroauto nahezu Pflicht ist, dass LED-Scheinwerfer serienmäßig sind. Und das ist auch hier im Skoda Enyaq der Fall, was mich wirklich sehr, sehr erfreut. Wir haben nochmal eine weitere Variante und da seht ihr jetzt eingeblendet, wie das funktioniert. Und zwar haben wir Matrix-LED-Scheinwerfer. Die sind ab dem Plus-Paket dabei oder wenn ihr den Sportline mindestens wählt, weil da ist das Plus-Paket dann einfach auch mal dabei. Und da habt ihr dann hier eine Matrix-Funktion. Sprich, der Wagen kann vor mir vorausfahrende Fahrzeuge oder auch mir entgegenkommende Fahrzeuge ausblenden. Ich kann aber trotzdem weiterhin mit Fernlicht fahren. Das System hat in meinem Test sehr gut funktioniert. Nicht perfekt, aber weiterhin sehr gut. Ich habe schon bei anderen erwähnt, ne, dass es da zu Fehlfunktionen kommen kann. Wenn zum Beispiel auf der Gegenspur mir entgegenkommt ein LKW, welcher aufgrund der tiefen Frontscheinwerfer und des hohen Fahrerhauses dann doch geblendet wird, was eben schade ist. Dennoch hat es in meinem Test weitestgehend gut funktioniert und ich habe eine sehr gute Ausleuchtung damit. Man sieht sehr, sehr fein, wie die LED-Segmente reagieren. Ne? Das ist dabei wirklich sehr, sehr sinnvoll. Ich würde es wahrscheinlich bestellen, das Plus-Paket, damit ich dann die Matrix-Scheinwerfer habe. Natürlich treffen wir uns auch mit dem Skoda Enyaq 85 Laurin und Clement hier an der Ladesäule bei Fastnet. Ich sage euch erstmal, dass wir hier natürlich ein Modell aus dem modularen Elektrifizierungsbaukasten aus dem Volkswagen-Konzern haben. Das ist dann eine 400-Volt-Basis. Wir haben den Enyaq mit zwei verschiedenen Akkugrößen, gibt es den. Wir haben einmal die 62-Kilowattstunden-Variante oder die 82-Kilowattstunden-Variante. Das sind beides Bruttowerte, die Nettowerte sind dann jeweils 58 oder auch 77 Kilowattstunden und dieser größere Akku steckt auch hier im 85er. Wo könnt ihr den Enyaq laden? Weiterhin natürlich hier hinten auf der rechten Seite. Ich zeige euch jetzt direkt mal hier die Ladeklappe, wie das Ganze funktioniert. Da haben wir natürlich weiterhin einmal den Anschluss für Typ 2 für eure heimische Wallbox oder auch den Anschluss mit den beiden zusätzlichen Nasen für den CCS-Anschluss von so einer Schnellladesäule mit Gleichstrom, die hier gerade hinter mir steht. Wie steht es um die Ladezeiten beim Enyaq? Erstmal schocke ich euch ein bisschen, wenn ich euch sage, dass der große Akku mit 77 kW, wenn ihr den an der Haushaltssteckdose ladet mit 230 Volt, ganze 39 Stunden benötigt. Ne? Aber gut, das als kleiner Schockwert. Ne? Das macht man halt auch mit einem modernen Elektroauto nicht mehr, dass man den Wagen eben einer heimischen Steckdose lädt. Deutlich sinnvoller wäre es natürlich, den großen Akku hier mit einer Wallbox zu laden. Damit könnt ihr dann maximal 11 kW laden natürlich. Und dann seid ihr dann bei 7 Stunden 30 von 0 auf 100%. Wie schnell kann der Wagen dann schnell laden? Das macht auch da namentlich wirklich Sinn bei dem Fahrzeug, denn da haben wir dann hier eine Schnellladefähigkeit vom 85er mit maximal 135 kW. Bei den 85X oder bei dem RS, also den Varianten mit den zwei Motoren, haben wir dann sogar maximal 175 kW. Die Ladezeit soll aber bei allen Fahrzeugen dann jeweils 29 Minuten von 10 auf 80% betragen. Und ja, es bleibt dabei natürlich, dass die koreanischen Hersteller mit ihrer 800-Volt-Technik oder allgemein natürlich alle Fahrzeuge, die so eine Technik dabei haben, da deutlich schneller sind als der Enyaq. Aber wir testen das Ganze hier mal. Der Akku konditioniert gerade fröhlich vor, dazu gleich mehr. Und da können wir gerade mal schauen, hier, wie schnell der Wagen an der CCS-Säule dann auch wirklich ist. Vorkonditionierung ist eine wichtige Sache, denn mit dem neuen Softwarestand, den der Wagen hier hat, mit den großen Akkus, Software 4.0, kann der Wagen jetzt auch manuell vorkonditionieren oder eben über eure eingegebene Route. Wenn ihr also eine Lademöglichkeit in der Route habt, wird die Batterieheizung automatisch gestartet, so dass der Wagen da maximale Ladeleistung nutzen kann. Wie sehr sich dieses Vorkonditionieren auszahlt, sehen wir hier. Nach 15 Minuten Vorheizen des Akkus habe ich den Enyaq mit 9% Restladestand an die Schnellladesäule gestöpselt. Prompt wurde 118 kW Ladespeed angezeigt. Bei 26% wurden 130 kW geknackt. Bei 35% SOC war nach 12 Minuten Ladezeit sogar die Werksangabe von 135 kW erreicht. Erst bei 60% und nach 22 Minuten fiel die Leistung auf unter 120 kW. Bemerkenswert, bis 74% SOC lud der Enyaq mit mehr als 100 kW. So waren 80% nach gut 31 Minuten erreicht.
Mit etwas längerem Vorkonditionieren wäre so also die Werksangabe von 29 Minuten von 5% auf 80% erreichbar gewesen. Damit ist der ENIAC nicht ganz so schnell wie der kürzlich getestete ID.7, zeigt aber dennoch eine sehr ansehnliche Ladekurve. Natürlich gibt Skoda auch eine Garantie auf den Akku. Das sind dann 8 Jahre oder maximal 160.000 Kilometer, je nachdem, was da zuerst eintritt. Und es gibt für den Skoda auch natürlich eine App. Die habe ich euch hier einmal eingeblendet, die My Skoda App. Und da haben wir auch viele Funktionen drüber. Die wichtigste Funktion ist da auf jeden Fall immer die Klimatisierung des Fahrzeuges, was bei einem E-Auto einfach sehr, sehr viel Sinn macht, ne? Dass der Wagen davor klimatisiert werden kann. Das geht darüber. Ihr könnt aber auch den Fahrzeugzustand einsehen, ihr könnt gucken, sind Türen offen und so weiter oder auch zum Beispiel eure Routen darin planen oder natürlich auch euren Ladestand einsehen. Welche Ladekabel bekommt ihr für den Skoda ENIAC? Dazu öffne ich mal kurz die Heckklappe, was hier ein bisschen schwierig werden könnte, aber es klappt ganz gut. Wir haben erstmal ganz simpel natürlich die beiden Ladekabel, die ihr schon kennt. Und eins davon ist serienmäßig. Wir haben hier das Typ 2 Ladekabel in dieser schicken kleinen Tasche, könnte man fast sagen. Ne? Da stecken dann hier die beiden Enden für Typ 2 drin, die kennt ihr schon. Optional gibt es von Skoda natürlich auch noch den sogenannten Ladeziegel, also das 230 Volt Ladekabel für eure heimische Steckdose. Viel Platz, hohe Qualität und wirklich durchdachte Extras. Am praktischen Wesen des Skoda ENIAC ändert auch dessen Überarbeitung nichts. Die neue Linie Laurin und Clement bringt da noch ein bisschen mehr Hochwertigkeit und Eleganz in das Modell rein. Wichtiger ist aber der neue Motor für des 85ers. Der ist deutlich spritziger als der Vorgänger der 80er und macht daher fast den RS überflüssig. Wichtiger ist aber, dass auch die Effizienz des Skoda ENIAC gesteigert wurde, die hätte im Test aber noch etwas höher ausfallen können. Das gilt auch für die Funktionsfähigkeit der Assistenzsysteme, denn hier sind Ausfälle ungewöhnlich für den Skoda ENIAC und doch recht ärgerlich. Dafür passt die restliche Software dank dem neuen Baukasten und die holt jetzt das Maximale aus dem eh schon guten ENIAC und dessen 400 Volt Basis heraus. Was meint ihr zum überarbeiteten Skoda ENIAC? Ist er jetzt das perfekte Elektroauto und auch Elektrofamilienauto für euch? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen zum Modell. Schreibt mir die gerne unten in die Kommentare. Dahin könnt ihr mir auch schreiben, wie ihr mein Video fandet. Was habe ich gut gemacht? Was kann ich das nächste Mal eher besser machen? Über eure konstruktive Kritik freue ich mich da auf jeden Fall. Sehr freue ich mich aber auch, wenn euch ein Video gefallen hat und wenn ihr mir das wie gewohnt zeigt, mit dem Daumen nach oben, dem Teilen des Videos mit euren Freunden und Bekannten und dem weiterhin kostenfreien Abonnieren meines Kanals 4 Räder. Bis dahin, zum nächsten Video hier bei 4 Räder.